Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch alles erklären, was ihr über die Pico-Formel wissen müsst. Wie wird das Video heute aufgebaut sein? Ich fange erstmal an zu erklären, was ist die Pico-Formel überhaupt? Wann kann ich sie anwenden? Also wofür brauche ich die? Wie kann ich sie anwenden? Ich rechne auch ein paar Beispiele mit euch durch. Dann gibt es ein paar Sonderfälle, die man kennen sollte. Das macht es dann auch später einfacher, wenn man die kennt. Und zu guter Letzt, es gibt manchmal auch einfachere Alternativen, irgendeine Gleichung zu lösen, als die Pico-Formel zu nehmen. Und die zeige ich euch auch noch, weil da könnten wir wertvolle Zeit und vor allem Stress sparen. Kommen wir zur Frage, was ist die Pico-Formel? Das ist eine Formel zum Lösen einer Gleichung zweiten Grades. Hier habt ihr ein Beispiel für so eine Gleichung. Und den wichtigen Teil, den ihr auswendig lernen müsst in der Klausur, ist die Formel an sich. Wenn ihr habt x Quadrat plus p, das ist irgendeine Zahl, mal x plus q, q ist auch irgendeine Zahl, gleich 0, dann ist die Formel für die Lösung x 1 2 minus p halbe plus minus Wurzel p halbe in Klammern zum Quadrat, das ist wichtig, minus q. Eine Gleichung zweiten Grades, es bezieht sich auf die größte Hochzahl, die vorkommt. Also wenn wir uns jetzt hier alle Hochzahlen angucken, dann ist hier die größte Hochzahl hoch 2. Und deswegen sagt man, das ist eine Gleichung zweiten Grades. Wichtig ist es deswegen, weil das auch nur dann anwenden dürft. Mir ist wichtig, dass meine Schüler verstehen, wann sie es machen sollen, es nicht machen sollen. Also gucken wir uns gerade noch ein paar Übungen an. Es soll eine Formel zweiten Grades sein. Also gucken wir uns das erste Beispiel an. Was ist hier die größte Hochzahl? Da steht zwar keine Hochzahl, aber wir können uns noch 1 dran denken. Aber das ist ersten Grades. Also hier wenden wir die Formel nicht an. Nö. Hier gucken wir uns die größte Hochzahl an. Meinetwegen haben wir hier eine 1, aber die größte Hochzahl ist hoch 2. Also das ist eine zweiten Grades Funktion. Also ja. Hier größte Hochzahl ist 3, also nö. Hier haben wir, Achtung, zwar ein hoch 2, aber die größte Hochzahl ist hoch 4. Also hier dürft ihr das auch nicht direkt anwenden. Hier gucken wir uns an, größte Hochzahl 2. Das hier könnte man es nehmen. Und hier auch. Was man auch bedenken muss, wenn die Frage ist, wann kann ich sie anwenden, ist, dass wir diese Form hier haben wollen, bevor wir anfangen. Das heißt im Endeffekt, rechts hinter ist gleich oder links muss eine 0 stehen. Was gewollt, macht was rechts. Und hier vom x² sollte entweder nichts stehen oder eine 1 stehen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht habt, müsst ihr das erstmal herstellen. Beim ersten Beispiel ist beides schon gegeben, also könnten wir direkt anfangen. Go. Hier ist es aber noch nicht gegeben, weil hier ist das Problem, dass wir hier eine 2 vom x² haben. Und wir wollen ja, um die Formel anzuwenden, vom x² eine 1 haben. Also was muss ich tun? Geteilt durch, jetzt kommt die Zahl, die vom x² steht. Und jetzt Fehlerquelle, denkt bitte dran, ihr müsst die komplette Gleichung durch 2 teilen. Also hier, und jetzt 8 durch 2, 4x, plus, und jetzt 14 durch 2, 7. Als erste Baustelle, wenn das vorne dran nicht stimmt, müsst ihr das anpassen. Gucken wir uns das Beispiel hier unten an. Hier haben wir zwar hier vom x² nichts, sondern eine 1 stehen, aber hier stört uns, dass hier eine minus 4 steht. Also was machen wir dann? Wir rechnen das, was da drüben steht, erstmal rüber auf die andere Seite. Dann haben wir x² minus 3x plus 6 gleich 0. Und jetzt haben wir eine Fassung, mit der wir anfangen müssen. Achtung, es kann der Klausur aber auch sein, dass beide Baustellen nicht stimmen. Also, dass von x² noch was ist und hinter ist gleich noch was ist. Das ist aber nicht schlimm. Rechnet er erst das hinter ist gleich rüber und danach teilt er durch die Sache vorher. Jetzt befassen wir uns mit der Frage, wie kann ich sie anwenden? Wir haben jetzt wieder die Fassung, dass hier von x² nichts steht und hinten dran die 0. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr euch vorher erstmal noch kurz vor Augen führt, was hier P und was hier unser Q ist. Denkt dran, dass er die etwaigen Vorzeichen mitnimmt. Also P ist minus 7 und Q
2 ist plus 10. Das müssen wir jetzt in diese Formel da unten einsetzen. Ich empfehle an der Stelle, dass wir jetzt erst alles einsetzen und uns später um die Vorzeichen kümmern. Ihr werdet es auch gleich sehen, warum das wichtig ist. Dann haben wir hier schon mal stehen minus p halbe und p ist minus 7 plus minus große Wurzel minus 7 halbe zum Quadrat und jetzt minus plus 10, also minus 10. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr dann im nächsten Schritt hingehen und die Vorzeichen anpassen und Brüche kürzen, wenn es geht. Also minus und minus ist plus, also plus 7 halbe. Und ihr müsst auch immer darauf achten, der Vorzeichenwechsel hier ist die häufigste Fehlerquelle. Plus minus. Jetzt können wir hier 7 halbe zum Quadrat. Das wird immer positiv sein, weil minus zum Quadrat positiv ist. 7 halbe zum Quadrat sind 49 Viertel minus 10. Dann können wir jetzt den Hauptnenner bilden. Dann brauchen wir hier das auch auf Viertel, das sind 40 Viertel. Dann habt ihr 7 halbe plus minus Wurzel 9 Viertel. Von 9 Viertel kann ich die Wurzel ziehen, weil Wurzel von 9 ist 3 und Wurzel von 4 ist 2. Dann habt ihr da stehen 7 halbe plus minus 3 halbe. Jetzt müsst ihr euch kurz eins vor Augen führen. Hier steht ja x 1,2. Was bedeutet das im Endeffekt? Das bedeutet, dass es bis zu zwei Lösungen geben kann. Das heißt, es gibt eine Plus- und eine Minuslösung. Das heißt, im ersten Beispiel rechnen wir Plus und im anderen rechnen wir Minus. Dann haben wir einmal 10 halbe und hier haben wir 4 halbe. Das ist dann 5 und 2. Dann ist 5 x1 und 2 ist x2. Jetzt haben wir hier Lösung raus. Dann würde ich die Lösung zur Probe da oben wieder einsetzen, wird nur rauskommen. Die Probe müssen wir zwingend jetzt nicht machen. Es geht jetzt erstmal nur darum, die beiden Lösungen hier zu bekommen. Jetzt wollen wir uns auch ein paar Sonderbeispiele angucken, was sonst noch so passieren kann. Können wir wieder sagen, das ist mein P, das ist mein Q. Gehen jetzt erstmal wieder hin und setzen die ganze Geschichte wieder ein. Dann haben wir minus minus p halbe, also das hier wird später wieder ein Vorzeichendreher geben. Minus dem. Dann haben wir hier 2 plus minus, ich kürze jetzt gleich auch direkt. 2 Quadrat minus 4 und jetzt passiert nämlich der Spezialfall, auf den wir hinaus wollen. Jetzt ist die Wurzel nämlich 0. Was passiert jetzt, wenn wir diese Geschichte gerade eben nochmal machen, wo wir diese Plus-Minus-Lösung machen? Haben wir 2 plus minus 0 und dann macht es ja keinen Unterschied, ob wir Plus oder Minus 0 rechnen. Wir kriegen jetzt in beiden Fällen die 2 raus. Und hier würde man sagen, es gibt nicht zwei unterschiedliche Lösungen, sondern es ist die gleiche Lösung. Dem Fall gibt es dann nämlich nur noch eine einzige Lösung. Wir führen jetzt zusätzlich noch eine Vokabel ein, die wir brauchen, weil die wird dann von den Mathelehrern häufig genommen in dem Kontext. Dieser Ausdruck hier, das Ding unter der Wurzel, nennt man mathematisch auch die sogenannte Diskriminante. Die werden wir im Folgenden mit D abkürzen. Als kleine Merkmetapher, wenn ihr irgendwas in der Gleichung diskriminieren wollt, dann ist es der Wert unter der Wurzel, weil der Wert unter der Wurzel gibt uns später an, wie viele Lösungen wir haben. Schauen wir uns das nächste Sonderfallbeispiel an. Können wir da ähnlich anfangen?
Dann, nachdem wir es eingetragen haben, können wir auch nochmal hingehen, das Ganze dann auch ausrechnen. Dann haben wir hier 2 Quadrat minus 20. Jetzt passiert das, wo wir stutzig werden müssen. Dann haben wir ja hier stehen 4 minus 20. Dann steht da jetzt Wurzel minus 16. Und Achtung zur Erinnerung, negative Wurzeln könnt ihr nicht ziehen, sonst geht die mathematische Welt unter. Und Wurzel negativ kann man nicht ausrechnen. Zur Erinnerung, das Ding unter der Wurzel haben wir auch Diskriminante genannt. Das heißt, wenn die Diskriminante negativ ist, dann könnt ihr die Lösung nicht ausrechnen. Das bedeutet, in diesem Beispiel gibt es keine Lösung. Wir fassen die möglichen Fälle gerade nochmal schnell zusammen. Ist die Wurzel positiv oder Diskriminante positiv, habt ihr zwei Lösungen, x1, x2. Kommt unter der Wurzel genau 0 raus, dann gibt es nur eine Lösung. Und ist die Wurzel negativ, dann gibt es keine Lösung. Hier sind jetzt zwei Beispiele, wo wir zwar PQ-Formel anwenden könnten, aber es einfacher geht. Für die, die es dann interessiert, um PQ-Formel anzuwenden, müssen wir uns überlegen, hier haben wir kein x, also könnte ich mir quasi plus 0x dazwischen denken, dann ist p 0 und q ist minus 16. In dem Beispiel fehlt uns hinten die Zahl, also könnten wir uns eine 0 hinten dran denken. Wenn was fehlt, können wir immer eine 0 ersetzen. Dann ist p minus 8 und q 0. Aber hier gibt es einen weitaus leichteren Weg für die Beispiele und das zeige ich euch mal hier, um Zeit zu sparen. Also hier wäre es weitaus einfacher, einfach die 16 rüber zu rechnen. Und dann die Wurzel zu ziehen. Achtet darauf, die Wurzel von 16 ist plus 4 und minus 4. Darauf müssen wir natürlich dann achten, weil 4 mal 4 16 ergibt und minus 4 mal minus 4 auch 16 ergibt. Und hier drüben gibt es einen einfachen Weg, ist, da alles ein x hat, könnte ich hier ein x ausklammern. Also habe ich da stehen x mal x minus 8 gleich 0. Und bei der Fassung da drüben bietet sich jetzt Folgendes an. Wir können den Teil 0 setzen und gucken, wann der andere Teil 0 ergibt. Und dann das hier. Der Trick auf der rechten Seite funktioniert deswegen, weil egal was, mal 0 ergibt ja die 0 auf der anderen Seite. Das heißt, wenn der linke Teil der Malrechnung 0 ergibt, stimmt die Gleichung. Und wenn der rechte Teil der Malrechnung 0 ergibt, stimmt die Gleichung. Hier könnt ihr tatsächlich sehr viel Zeit sparen und braucht nicht die ganze Formel einzusetzen. Merkt euch einfach, wenn ihr diese Sonderaufstellung habt, könnt ihr das ein bisschen schneller lösen. Ich hoffe, ihr konntet in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln, Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.